Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn ich sage, ich freue mich, dass wir uns heute Abend hier so zahlreich versammelt haben, dann meine ich das auch so, nicht nur aufgrund der Corona-Lage, sondern ich meine das auch so, weil wir uns freuen, dass zu einem Thema, was ich mal als durchaus als Spezialthema bezeichnen würde, tatsächlich eine so reiche Zuhörerschaft gefunden haben, dass es jetzt auch noch ein bisschen gedauert hat, sie vielleicht im YouTube-Stream noch ein bisschen warten mussten, bis wir aufgeschaltet haben. Denn, wie auch die bisherigen Veranstaltungen, führen wir den heutigen Abend hybrid durch. Das heißt also, die Veranstaltung wird auf unserem YouTube-Kanal übertragen und dort auch erhalten bleiben. Und jetzt habe ich natürlich ganz vergessen zu sagen, dass wir uns freuen, dass wir Herrn Dr. Rainer Karlsch, der heute unser Hauptgast ist, bei uns haben und natürlich auch den, ich will nicht sagen Mitveranstalter, aber ohne die Stiftung Familienunternehmen würde es die heutige Veranstaltung nicht geben, weil diese Stiftung, die in München sitzt und mit einem kleinen Ableger auch in Berlin sitzt, verantwortlich dafür war, dass die Studie, die wir heute im Kern vorstellen, überhaupt erst produziert wurde. Und da gilt mein besonderer Dank Frau Bettina Wurster und Frau Romy Rick, die heute Abend auch anwesend sind. Der Anlass für den heutigen Tag ist ein Stück weit, vielleicht ahnen Sie es auch, der 50. Jahrestag der Verstaatlichungswelle in der DDR. Unter den DDR-Historikern spricht man immer so von der 72er Verstaatlichungswelle oder von der 72er Enteignungswelle, wie man auch immer will. Ich gebe freimütig zu, man muss sich jetzt nicht zwingend an dieses Datum erinnern, aber in Deutschland ist es ja ein Stück weit üblich geworden, sich an solchen Daten aufzuhängen beziehungsweise Ereignisse an solchen Daten festzumachen. So nehmen wir eben auch diesen 50. Jahrestag in diesem Jahr zum Anlass, zu diesem konkreten Thema eine Veranstaltung zu machen. Ganz persönlich beschäftigt es mich auch das Thema, weil in meiner Verwandtschaft, genau genommen meinem Opa, selbst einen solchen Betrieb hatte, der unter dieses Thema oder unter den Begriff der Familienunternehmen fallen würde und zwar nicht 1972 verstaatlicht wurde, aber eben doch den nicht ganz freiwilligen Weg von einem Privatunternehmen in eine PGH gegangen ist. Zum Ablauf des heutigen Abends haben wir uns das so gedacht, dass wir am Anfang, nachdem ich gleich noch Herrn Dr. Karlsch vorgestellt habe, eine ca. 45-minütige bebilderte Präsentation, man sagt im Wissenschaftlichen einfach Vortrag dazu, haben werden. Und im Anschluss daran ein Podiumsgespräch führen werden und das und auch an Ihren Fragen im YouTube-Stream interessiert sind, die Sie uns gerne in die Kommentarfunktion schreiben können, also in die Kommentarfunktion von YouTube. Einfach eine Frage, wenn Sie eine haben, reinschreiben. Meine Kollegin wird mir die dann nach vorne reichen, sodass wir die auf dem Podium dann auch hier direkt und live beantworten können. Und wiederum darum im Anschluss dann gerne auch mit Ihnen allen, wie Sie hier im Raum versammelt sind, ins Gespräch kommen möchten. Wir sind also durchaus an Ihren Fragen interessiert und von daher würde ich die Gelegenheit nutzen, Herrn Karlsch vorzustellen. Wir kennen uns übrigens schon seit Mitte der 90er Jahre, müsste ich vielleicht vorweg schicken, über die Technikgeschichte, wo mir sein damaliges Buch »Der Traum vom Öl« vor die Füße gefallen ist und ich mich auch viel mit Wirtschafts- und Rohstofffragen der DDR beschäftigt hatte. Von daher ist es jetzt keine Erstbegegnung, sondern ein Glück, dass wir ihn nochmal gewinnen konnten. 1957 geboren und Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität studiert. Und danach Assistent gewesen am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität, 1986 Promotion. Und Herr Karlsch war dann von 1999 bis 2001
Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte der FU Berlin, aber auch innerhalb Berlins. Und danach viele Jahre freier Publizist mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte. Er hat gesagt, ersparen Sie uns allen die vielen Veröffentlichungen, die im Laufe der Jahre entstanden sind, dann will ich dem Wunsch gerne nachkommen. Wichtig ist aber die letzte Station von ihm, letzte zeitlich gesehen, von 2017 bis 2021 hat er im Institut für Zeitgeschichte gearbeitet und dort sich hauptsächlich mit einem Projekt zur Geschichte der Treuhandanstalt beschäftigt. Das hatten wir hier auch schon als Thema vorgestellt. Einige werden sich erinnern, ich sehe Nicken im Publikum, mit einem Vortrag von seinem Kollegen Wolf-Rüdiger Knoll über die Arbeit der Treuhandanstalt in Brandenburg. Heute Abend wird es um die Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, gehen zur Geschichte industrieller Familienunternehmen in Ostdeutschland. Wie gesagt, für die Stiftung Familienunternehmen produziert, die Sie, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch im Anschluss gerne mitnehmen können, denn die beiden Kolleginnen waren so freundlich, welche Exemplare mitzubringen. Sie können sowohl kostenfrei die Broschüre über die Studie als auch die Broschüre über die Ausstellung mitnehmen. Die liegen dort hinten beide auf einem Tisch bereit für Sie und gleichzeitig sind sie natürlich auch online abrufbar. Der Link ist heute noch auf unserer Homepage zu finden. Von der Warte aus jetzt habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ach so, der Rahmen natürlich, na klar. Wir wollen natürlich den Rahmen bis in die heutige Zeit schlagen, wie wir es mit unseren Veranstaltungen in der Regel tun. Wer hier schon oft bei uns zu Gast war, weiß, dass natürlich die DDR am 3. Oktober 1990 endete, wir aber von dem Betrachtungsrahmen immer die Nachwirkungen auch betrachten, so werden wir das natürlich auch heute handhaben und auch schauen, inwieweit die Familienunternehmen nach der Wende wieder Motor für Wachstum und Beschäftigung in den neuen Bundesländern wurden. Von daher würde ich mich freuen, wenn Herr Kaltsch auf die Bühne kommt, wo wir Sie vielleicht mit einem kleinen Applaus begleiten können. Dankeschön erstmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Marotz, erstmal vielen Dank für Ihr Interesse und die Gelegenheit, hier einige kleine Ausschnitte aus einer zurückliegenden Forschungsarbeit für die Stiftung Familienunternehmen vorstellen zu dürfen. Herr Marotz hat es bereits erwähnt, gestern vor 50 Jahren erfolgte der letzte finale Schlag gegen den industriellen Mittelstand in der DDR. Das ist ein Datum, das nun nicht unbedingt zu den großen Erinnerungsdaten der deutschen Geschichte gehört, aber doch hier im DDR-Museum und darüber hinaus durchaus wahrgenommen wird. Und deshalb wollte ich auch nicht nur am heutigen Abend über die Studie sprechen, sondern in einem ersten Punkt etwas ausführlicher auf den Weg zum Umwandlungsbeschluss vom 8. Februar 1972 eingehen, um nochmal die Hintergründe zu verdeutlichen, wie es dazu gekommen ist, dass privat geführte Unternehmen und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung nahezu komplett 1972 in Volkseigentum, also in staatliches Eigentum, überführt worden sind. Ich gucke dann nochmal zurück auf die ersten großen Verstaatlichungswellen, das wäre also der Punkt 2, wo es um Verstaatlichung und Abwanderung in der sowjetischen Besatzungszone und DDR ab 49 dann bis 53 geht, denn das war die Zeit des eigentlichen Aderlasses, wo Tausende von Familienunternehmen verschwunden sind. In einem dritten Punkt spreche ich über die Nischenwirtschaft der späten 50er und 60er Jahre, also über die Ulbricht-Ära. In dieser Zeit schien ja privates Eigentum nochmal eine gewisse Renaissance zu erfahren, was vor allem an die Gründung von Betrieben mit staatlicher Beteiligung geknüpft war. Dann komme ich nochmal zurück auf den finalen Schlag gegen den Mittelstand und seine Folgen
und werde in den letzten beiden Punkten, die ich knapp halten werde, auf die deutsche Einheit, die Transformationskrise und die partielle Revitalisierung des industriellen Mittelstandes seit 1990 eingehen. Kommen wir zum ersten Punkt, der Weg zum Umwandlungsbeschluss. Ich mache das hier nun wirklich schlaglichtartig und fange mal an mit einem Treffen Walter Ulbrichts mit den Komplementären, also mit den Eigentümern von Betrieben, an denen der Staat in der Regel die Mehrheit besaß. Und die Komplementäre waren also die Träger von Eigentumstiteln, die sich mit Ulbricht getroffen hatten. Das waren Unternehmen in der Regel mit wenigen Dutzend bis zu wenigen hundert Beschäftigten, aber für die Wirtschaft der DDR sehr wichtig, da sie in der Regel Konsumgüter hergestellt haben oder bestimmte Engpassmaterialien produziert haben. Und auf dieser Tagung hat Ulbricht sinngemäß verkündet, sie werden eine Perspektive haben, noch mindestens 20 Jahre lang. Das heißt also, 1966, wenn wir da weiter rechnen, dann sind wir im Jahr 1986 und weiter. Also es ist durchaus eine Perspektive angeboten worden, diesen Unternehmen. Im April 1968 wird eine neue Verfassung der DDR verabschiedet und in dieser Verfassung gibt es einen Sozialisierungsvorbehalt, wo es sinngemäß heißt, dass also privates Eigentum verstaatlicht werden kann gegen Entschädigung. Und das hat schon zu einer gewissen Beunruhigung unter denjenigen geführt, die so Familienunternehmen geführt haben. Aber man hat sich an die Worte Ulbrichts erinnert von 66 und sah noch keine unmittelbare Gefahr kommen. Das ändert sich Ende 1969, als es zunehmende Krisenerscheinungen in der DDR-Wirtschaft gibt. Also Ulbricht hat eine sehr ambitionierte Technologiepolitik versucht zu realisieren mit großen Investitionen in neue Industriezweige. Und diese ambitionierte Politik geriet zunehmend an ihre Grenzen. Also diese kleine DDR war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, aus eigener Kraft die Technologien zu entwickeln und rasch nach vorne zu bringen, die sich Ulbricht erhofft hatte. Und da setzte ein Klima der Unzufriedenheit ein. Es kam zu Streiks in einigen größeren Betrieben und es ist auch nach sozialen Ventilen gesucht worden. Und der damalige Sekretär für Wirtschaft, Günter Mittag, hat dann auf einer ZK-Tagung an der Privatindustrie Kritik geübt und gesagt, gut, diese Komplementäre und Geschäftsführer und Inhaber dieser Unternehmen, auch von Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die verdienen zu viel. Da gibt es Millionäre unter ihnen und das könne in einer sozialistischen Gesellschaft eigentlich nicht sein. Also diese Kritik ist dann aufgegriffen worden vom Ministerium der Finanzen und führte im Dezember 1970 zu mehreren Steuergesetzen, mit denen man versucht hat, Gewinne noch stärker abzuschöpfen in der Privatindustrie, mit denen man versucht hat, nicht aktiv tätige Komplementäre aus den Unternehmen herauszudrängen. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann wird verständlich, warum einige der privatwirtschaftenden Betriebe und ihre Eigentümer davon gesprochen haben, das ist eine Aktion Zitrone. Also der Staat quetscht uns jetzt aus und setzt einen Steuersatz von 90% an auf die Gewinne, sodass de facto kaum noch was übrig bleibt, um zu investieren. Und warum sollen wir überhaupt noch diese Unternehmen weiterführen, wenn uns die Gewinne eh völlig weggenommen werden? Und deshalb ist ein Teil der Komplementäre auch ausgeschieden aus diesen Betrieben. Es ist nicht mehr investiert worden. Die waren ohnehin zum Teil schon recht wirtschaftsschwach gewesen. Also
Es setzt da einen Krisenprozess ein aufgrund dieser Steuergesetzgebung, die 1970 im Dezember verabschiedet wurde. Nach dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker radikalisiert sich die Diskussion in der SED-Führung und man greift unter anderem eine Denkschrift auf, die Walter Riedel, zu Papier gebracht hatte. Das war ein Komplementär einer durchaus wichtigen Kommanditgesellschaft in Dresden. Und Riedel hat gespürt, es geht mit diesen Privatbetrieben und den Betrieben mit staatlicher Beteiligung nicht mehr lange weiter. Denn diese Aktion Zitrone raubt uns die letzte Beweglichkeit. Und er hat dann sinngemäß zum Ausdruck gebracht, dass eine Übertragung der letzten Privatbetriebe in Staatseigentum wünschenswert wäre. Und hat versucht, so hat er zumindest in seinen Memoiren diesen Prozess beschrieben, relativ günstige Kapitulationsbedingungen auszuhandeln. Das heißt, er wollte einen auskömmlichen finanziellen Ausgleich für die Übergabe noch vorhandener Firmenanteile an den Staat bekommen. Das war sein einer Punkt. Und der nächste Punkt war, wenn schon eine Verstaatlichung zwingend erforderlich ist, dann sollen doch die Inhaber die Möglichkeit besitzen, weiter als Direktoren tätig zu sein. Und noch einige weitere Forderungen hat Riedel in seinem Papier aufgestellt. Riedel ist aber letztendlich für die Diskussion, die denn in der SED-Führung abläuft, nicht der eigentliche Ansprechpartner, sondern die Debatte radikalisiert sich und es wird im Februar 1972 ein Beschluss des Politbüros gefasst zur Umwandlung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung und Privatbetriebe in Volkseigentum. Dieser Beschluss sollte schrittweise umgesetzt werden. Es war noch gar keine genaue Frist festgelegt, sondern es sollte innerhalb von wenigen Jahren passieren, dass eine freiwillige Umwandlung von Betrieben mit staatlicher Beteiligung oder Privatbetrieben in Volkseigentum stattfindet. Hinter den Kulissen liefen aber bereits massive Versuche der Einflussnahme auf Komplementäre und Geschäftsführer an, die also unter Druck gesetzt worden sind, ihre Unternehmen an den Staat zu verkaufen. Nach außen getragen wurde diese ganze Umwandlungsaktion dann nicht von der SED-Führung, sondern nach außen getragen wurde diese Aktion von der CDU. Die ist also instrumentalisiert worden als Blockpartei, später die LDPD ebenfalls, um auf ihren Parteitagen Komplementäre vorzuschicken, die man vorher ausgesucht hatte, die dann vor ihren Parteitagen, ihren Parteifreunden einen freiwilligen Verkauf ihrer Unternehmensanteile an den Staat verkündet haben. Das waren inszenierte Aktionen. Wenn man das in den Akten genauer nachliest, kann man sehr gut herausarbeiten, wie viel Druck hinter den Kulissen da passierte und wie massiv Unternehmer unter Druck gesetzt wurden, um zu verkaufen. Es haben sich Dramen abgespielt. Es gab einige Selbstmorde im Frühjahr 1972, als diese Umwandlungsaktion anlief. Und die Umwandlungskommissionen, die von den Räten der Bezirke dann zuständig waren, dafür die Unternehmen anzusprechen und die freiwillige Übergabe an den Staat einzufordern, die haben auch nochmal zusätzlich Tempo in diesen Prozess hineingebracht und diese Umwandlung noch beschleunigt, sodass bis zum Sommer 1972 bereits diese Umwandlungsgeschichte abgeschlossen war. Fast alle ehemaligen Privatbetriebe bzw. Betriebe mit staatlicher Beteiligung haben kapituliert und haben ihre Anteile gegen ein geringes Entgelt an den Staat verkauft. Man kann das recht gut nachlesen. Wir haben das in einer Ausstellung der Stiftung Familienunternehmen, auch in Dokumenten, dann zum Nachvollziehen nochmal
dargestellt, wie Erich Honecker an Leonid Brezhnev dann gewissermaßen Vollzug meldet, dass diese Reste des Kapitalismus in der DDR nun im Sommer 1972 beseitigt werden. Und wenn wir uns das anschauen, dann betraf diese Umwandlungsaktion 6.700 Betriebe mit staatlicher Beteiligung, immerhin, 3.400 noch rein privat geführte Betriebe und 1.700 Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Damit war privates Eigentum in der Industrie nahezu komplett und in großen Teilen des Handwerks verschwunden. Und die Folgen dieser Aktion, darauf kommen wir noch zu sprechen, die wirkten sehr lange nach. Weil es so viele Betriebe betraf, ist in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion der 1990er, 2000er Jahre verschiedentlich die These vertreten worden, dass dieser finale Schlag gegen den industriellen Mittelstand eigentlich erst die Abwärtsentwicklung der DDR-Wirtschaft eingeleitet habe. Und dass private Betriebe und Betriebe mit staatlicher Beteiligung der innovativste Teil der DDR-Gesellschaft gewesen wären und dass erst 1972, also mit dem Machtantritt Honecker, es mit der DDR-Wirtschaft bergab ging. Ich würde das so nicht stehen lassen, denn die großen Enteignungsaktionen, die sind nicht erst 1972 erfolgt. Das war nur noch der Endpunkt einer Entwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann und ihre Höhepunkte bereits Anfang der 50er Jahre erreichte. Das ist wichtig daran zu erinnern, denn das waren die ersten großen Enteignungswellen, die dazu führten, dass der Unternehmer in der Nachkriegszeit als Hassfigur galt. Also Kriegsverbrecher, Nazi und ähnliche Begriffe sind verwandt worden, um das Unternehmertum in Gänze zu diskreditieren. Nun will ich nicht in Abrede stellen, dass es unter den Unternehmern auch kleinerer und mittlerer Betriebe viele Nazis gegeben hat, die natürlich auch in die Kriegswirtschaft involviert waren und davon profitiert haben. Aber die Gesetze, die 1946 von den Ländern der sowjetischen Besatzungszone erlassen wurden und auch der Volksentscheid in Sachsen, der ging eigentlich weit über die Enteignung von Nazi- und Kriegsverbrechern hinaus, sondern fasste so einen weiten Begriff von Nazi- und Kriegsverbrechern, dass de facto jedes Unternehmen, das man enteignen wollte, tatsächlich auch enteignet werden konnte. Also ich habe das an vielen Beispielen mir angeschaut. Da sind Unternehmen dabei, die produzieren Briefkuvere. Es ist enteignet worden. Warum? Weil die Briefkuvere auch an die Wehrmacht geliefert wurden. Und solche Beispiele findet man hunderte. Neben noch der Enteignung voraus gehen ja umfangreiche sowjetische Demontagen, die natürlich zuallererst auf die Rüstungsindustrie gerichtet waren. Also Flugzeugwerke, Panzerwerke und so weiter. Das waren große Aktiengesellschaften und keine Familienbetriebe. Aber ich klicke hier mal in die Demontageliste herein. Sie sehen, insgesamt wurden in der sowjetischen Besatzungszone fast 3.500 Betriebe demontiert. Und das waren nicht alles Rüstungsbetriebe, sondern das betraf auch Tausende von kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, die zum Teil in die Rüstungswirtschaft eingebunden waren, zum Teil auch überhaupt nichts mit Rüstung zu tun hatten, sondern einfach für die Bedienung der sowjetischen Reparationsinteressen wichtig waren. Also dieser erste große Aderlass direkt nach dem Krieg schwächt natürlich Familienunternehmen in der sowjetischen Besatzungszone. Nun gehe ich nochmal zurück. Es gibt gegen Demontagen und mehr noch gegen Enteignung auch einen Widerstand, einen bürgerlichen Widerstand, zum Teil auch einen Widerstand, der von Beschäftigten selbst getragen wurde. Wo also Beschäftigte gesagt haben, nee, unser Unternehmen hatte eigentlich mit dieser Kriegswirtschaft wenig zu tun,
der Unternehmer war nicht in der NSDAP, wir sind gegen die Enteignung. Und dann wurden Petitionen verfasst und versucht, auf Enteignungskommissionen Einfluss zu nehmen. Das hatte manchmal Erfolg, in der Regel nicht. Also wir haben auch einige Beispiele gefunden, wo Unternehmensteile wieder zurückgegeben wurden an ihre Eigentümer, weil Belegschaften gegen Enteignung protestiert haben. Wendt und Kühn ist so ein Beispiel. Das ist ein Hersteller oder sind Herstellerinnen, muss man sagen. Das ist ein Betrieb, der von zwei berühmten Unternehmerinnen gegründet wurde. Die haben also Weihnachtsschmuck, die berühmten Engel aus dem Erzgebirge hergestellt. Und in diesem Fall hat die Belegschaft sich gegenüber den Versuchen, Wendt und Kühn sofort in Volkseigentum zu überführen, durchgesetzt. Und der Betrieb blieb noch bis 1972 in Privathand. Also solche Beispiele hat es gegeben. Aber wie gesagt, Tausende sind enteignet worden. Nach diesen ersten Enteignungswellen, noch zu Zeiten der sowjetischen Besatzungszone, kommt es dann in den ersten Jahren der DDR zu einem massiven Druck gegenüber der Privatindustrie. Und dieser massive Druck gegen die Privatindustrie, vor allen Dingen über Steuergesetze, aber auch mit Mitteln des Strafrechts, führt zu massenhaften Firmenzusammenbrüchen und natürlich zu einer Abwanderung. Tausende verlassen die DDR mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, mit ihren Kontakten und versuchen im Westen neu anzufangen. Also wir haben das mal für Sachsen analysiert und sind darauf gekommen, dass allein bis Mitte der 50er Jahre rund 20.000 sächsische Betriebe abgewandert sind. Ja, zum Teil ist also nur die Geschäftsführung gegangen und hat neu angefangen. Zum Teil wurden Zweigbetriebe in den Westzonen genutzt zum Neuaufbau. Also 20.000, das ist eine enorme Zahl und bedeutete einen enormen Verlust an Wissen, an Know-how, an Warnzeichen, an Marken und so weiter. Die Enteignungen gehen über den reinen Industriebereich hinaus. Darum habe ich hier in diesem fünften Punkt noch die Aktion Rose zur Verstaatlichung von Hotels mit angegeben. Das wird dem einen oder anderen möglicherweise geläufig sein. Es gab hunderte von kleineren Hotels an der Ostseeküste auf Rügen. Und Anfang der 50er Jahre, 1951, 52, hatte sich die FDGB-Führung, also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, ausbedungen, doch im stärkeren Maße an der Ostseeküste eigene Kapazitäten besitzen zu dürfen und um Urlauber zu betreuen. Und dieser Wunsch des FDGB, Belegschaften aus volkseigenen Betrieben eine Möglichkeit des Urlaubs an der Ostsee zu verschaffen, hat sich auch radikalisiert und führte dazu, dass Hunderte von Hotelbesitzern zum Teil unter fadenscheinigen Gründen enteignet worden sind. Also in der Regel sind Steuerprüfungen gemacht worden und dann wurde nachgewiesen, ihr habt eure Steuern nicht komplett bezahlt oder habt Steuern hinterzogen oder habt Schleichhandel betrieben und. Da sind viele, viele verschiedene Vorwände konstruiert worden, sodass mehr als 100 Hoteliers enteignet worden sind und deren Hotels an den FDGB fiel. Also solche brutalen Aktionen gegen Eigentümer hat es in den frühen 50er Jahren ja hundertfach gegeben. Gehen wir weiter. Hier sehen Sie von 1948 eine Zahl der enteigneten Betriebe bezogen auf die gesamte sowjetische Besatzungszone, also fast 9.300. War mir wichtig, diese Zahl nochmal zu zeigen, denn das waren die größten und die wichtigsten, die bis 1948 bereits enteignet worden sind. Und ganz oben habe ich Ihnen nochmal ein Zitat an die Wand geworfen von Fritz Selbmann. Das war in der Zeit der wichtigste KPD-Funktionär, die Wirtschaft betreffend, da war damals Wirtschaftsminister in Sachsen und der hat also vor dem Volksentscheid in Sachsen gesagt, es wird nur enteignet, wer Kriegsverbrecher und Kriegsinteressent war und Gefahr für die demokratische Entwicklung ist. Was wir dann tun,
das ist eine andere Sache. Damit hat er aufgezeigt, dass man eigentlich über den engen Rahmen Nazi- und Kriegsverbrecher weit hinausgehen will und möglichst viel Privatbetriebe in Volkseigentum überführen möchte. Welche dramatischen Konsequenzen das für die Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR hatte, das sehen wir hier, wenn wir einen Vergleich der Eigentumsformen uns mal anschauen. Ja, in der ersten Zeile sind sowjetische Aktiengesellschaften genannt. Die haben von 1947 bis 1952 knapp ein Fünftel der industriellen Produktion in der SPZ-DDR repräsentiert. Die volkseigenen Betriebe fangen mit gut einem Drittel an 1947, also nach der ersten großen Verstaatlichungswelle, und stehen dann 1952 bereits bei knapp 64% des Anteils an der industriellen Produktion. Das heißt, nach der Gründung der DDR, das sehen Sie an diesen beiden Zahlen, sinkt der Anteil der Privatindustrie an der Produktionsleistung der Industrie dramatisch ab. Das hat nicht damit zu tun, dass diese Privatbetriebe weniger effizient gewirtschaftet haben als die volkseigene Industrie, eher im Gegenteil, sondern das hat damit zu tun, dass viele zur Aufgabe gezwungen wurden. Durch Steuergesetze, durch auch strafrechtliche Verfolgung, und entweder haben sie ihre Betriebe ganz aufgegeben oder, wie ich das eingangs gesagt habe, haben sie tausendfach ihre Unternehmungen bzw. ihre Firmensitze in den Westen verlagert. Das heißt, bis 1952, 1953 ist ein Großteil der Enteignung bereits passiert. Und ein Höhepunkt erreicht dieser Kampf gegen das Privateigentum im Frühjahr 1953, wo es eigentlich darum geht, möglichst rasch, möglichst viele private Betriebe auch noch in volkseigene Hand zu bekommen. Und der entscheidende Hebel dafür waren Steuergesetzgebungen gewesen. Das ist dann mit ein Momentum, das zu der Krise und zu einem Volksaufstand des 17. Juni führt. Neben vielen, vielen anderen Dingen, ja, ist das ein wirklich wichtiges Momentum gewesen. Die SED-Führung lernt bis zu einem gewissen Grade aus dem Volksaufstand des 17. Juni, revidiert ihre radikale Politik gegen den industriellen Mittelstand, soweit er überhaupt noch in der DDR vorhanden war, und geht über zu einer Politik vom Feindbild weg, also der Unternehmer, der Kapitalist als Feindbild, hin zum Bündnispartner. Und sagt, gut, wir gestatten weiterhin privaten Unternehmen eine Existenz in der DDR und wollen versuchen, die mit in den sozialistischen Aufbau einzubinden, einzubeziehen. Das ist durchaus bemerkenswert, weil es einen Sonderfall im gesamten Ostblock darstellt. Es gibt kein anderes Land im Ostblock, von der Landwirtschaft in Polen einmal abgesehen, wo in größerem Umfang private Betriebe noch eine Existenzberechtigung hatten in den 50er Jahren. In allen anderen Ländern des Ostblocks, am radikalsten in der damaligen CSR, wurden nahezu alle Unternehmer spätestens Ende der 40er Jahre enteignet. Also die DDR geht in den 50er Jahren einen Sonderweg, der natürlich mit der deutschen Teilung, mit der Offenheit der Grenze zu tun hat, mit dem Schock des 17. Juni und mit dem partiellen Lernen der SED-Führung, dass man versucht, mit verschiedenen Eigentumsformen nebeneinander auszukommen. Also mit einer starken volkseigenen, mit einem großen volkseigenen Sektor, mit Betrieben, mit Privatbetrieben und mit Handwerksbetrieben. 1956 ein neuer Schritt. Es kommt dazu, dass der Staat eine Beteiligung an Unternehmen anbietet. Wahrscheinlich ist diese Idee zur Staatsbeteiligung aus China gekommen. Also zumindest hat man sich inspirieren lassen von Maos Politik, lasst 100 Blumen blühen, so sinngemäß ist das
kurzzeitig in China diskutiert worden, wo also privates Eigentum eine gewisse Zeit lang eine größere Rolle wieder spielte, bevor es dann radikal in die Kulturrevolution hineinging. Die SED-Führung greift das auf und bietet an, den privat geführten Unternehmen, der Staat beteiligt sich über die Deutsche Investitionsbank oder über volkseigene Betriebe, beteiligt man sich. Das hatte einen Pferdefuß, nur die staatlichen Anteile konnten wachsen. Also in dem Moment, wo ein Betrieb erweitern wollte, investiert hat, sind diese Investitionen und Erweiterungen dem staatlichen Anteil zugeschlagen worden, denn der Staat hat diese Erweiterungen kreditiert. Und damit war klar, die staatliche Beteiligung an Unternehmen ist eine Einbahnstraße und wird eines Tages dazu führen, dass der Staat 100% eigener und damit allein eigener ist. Aber es hatte auch einige Vorteile für die von Existenzängsten auch immer wieder ausgesprochenen Bedrohungen geplagten Unternehmer. Vorteile sehe ich darin, dass sie Kredite bekamen, die sie vorher nicht bekommen hatten, dass sie in stärkerem Maße in den Wirtschaftskreislauf, in den Planungskreislauf einbezogen wurden und damit eine Sicherheit schlicht und ergreifend hatten für ihre Produktion. Also sie waren in einem geschützten Raum tätig und waren ja keiner Konkurrenz mehr ausgesetzt, sondern sie wurden in die Wirtschaftsplanung einbezogen und konnten ja durchaus auskömmlich, wenn sie geschickt waren, verdienen. Also es war ein zweischneidiges Schwert und diejenigen, die weitsichtiger waren, haben gesehen, das läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass der Staat uns völlig vereinnahmt. Aber wenn wir hier in der DDR weiter wirtschaften wollen, haben wir keine andere Chance, als auf dieses staatliche Angebot einzugehen. Da gab es einige Unternehmer, die vorgeschoben worden sind, die das also als großartige Chance in der Öffentlichkeit wiedergegeben haben. Andere waren da eher zurückhaltend und haben darauf bestanden, auch nach wie vor weiter Alleineigentümer zu bleiben und lieber darauf verzichtet zu wachsen. Ich komme mal auf diesen letzten Punkt ja noch zu sprechen, Kreativwirtschaft in den 50er, 60er Jahren. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das anschaut, wie vielschichtig und wie interessant auch bestimmte Bereiche in der DDR-Wirtschaft in den 50er, 60ern sich noch dargeboten haben. Hier sehen wir Herrn Bormann, den roten Dior von Magdeburg. Das ist ein sehr taffer Unternehmer gewesen, der in Magdeburg nicht nur ein Modeunternehmen aufgebaut hat, sondern auch landesweit bekannte Modenschauen veranstaltet hat, auch eine Reihe von westlichen Kunden beliefert hat. Wir sehen das hier, Quelle, Neckermann, Otto, die großen Versandhäuser haben beim Bormann eingekauft. Also das war ein sehr erfolgreicher, sehr taffer Unternehmer, der immerhin 360 Mitarbeiter hatte, 11 Millionen Mark Umsatz erzielt hatte, aber dann Anfang der 70er Jahre auch unter einen sozialen Druck gesetzt worden ist. In der Zeit, als sich diese Wirtschaftspolitik der SED in der Krise befand, ist ein Stück weit auch der Sozialneid befeuert worden. Und da hieß es dann, der Bormann, der ist Millionär, der hat ein großes Haus in der Nähe von Magdeburg. Und ob das noch so gut ist, dass so ein Mann da an der Spitze eines Privatbetriebes steht und große Modenschauen macht und nach Mailand fährt und so weiter. Also er ist ziemlich unter Druck gesetzt worden, wie alle oder wie alle anderen Unternehmer und musste dann sein Geschäft verkaufen. Das wurde dann 1972 VEB Magdeburger Moden. Und der Schick, den Bormann ja durchaus in die Modewelt hineingebracht hatte, der war in den 70er Jahren, der ging mit ihm verloren. Das muss man wirklich sagen. Oder, das ist natürlich einer meiner Lieblingsunternehmer, Johannes Hegenbart, der ja, Erfinder, wenn Sie so wollen, des Comics Mosaik. Auch eine spannende, interessante Geschichte.
wie Hegenbart es geschafft hat, 1955 so eine neue Zeitschrift zu etablieren. In der Zeit, wo Comics aus dem Westen noch verbrannt worden sind, hat er es tatsächlich geschafft, mit einem doch interessanten Angebot das Mosaik zu etablieren. Und die Mosaikfamilie hat einen sagenhaften Einhang und erreicht ja Exemplare, Verkaufszahlen, 660.000 Exemplare im Monat. Also das würde sich jede Zeitung, jede Zeitschrift heute wünschen, so einen Zuspruch. Ein Familienkrach führt dann 1975 dazu, dass Hegenbart rausgedrängt wird und das Mosaik ja in eine neue Form übergeht. Ich will das jetzt hier nicht im Detail weiter erläutern, nur noch zum Schluss zum Mosaik sagen, das ist eine der ganz wenigen Zeitschriften, die in der DDR gegründet wurden und bis heute im gesamtdeutschen Markt sehr erfolgreich weiter existiert. Also Hegenbart würde ich mit seinem Mosaik durchaus nicht nur als ein kann man schon sagen, genialen Schriftsteller ansehen, sondern auch als einen sehr taffen und erfolgreichen Unternehmer. Zu meinem vierten Punkt, die Folgen des finalen Schlages gegen den Mittelstand von 1972. Welche Folgen waren das? Ich kann nur auf einige eingehen. Zum Ersten, das ist sicherlich bekannt, kam es zu einer ganzen Reihe von Versorgungslücken. Denn die vielen tausend Kleinbetriebe und mittelgroßen Betriebe waren ja ganz überwiegend mit der Produktion von Konsumgütern beschäftigt. Von der Kosmetik bis hin zu Möbeln. Und in dem Moment, wo sie in die Strukturen von Kombinaten oder von größeren volkseigenen Betrieben einbezogen wurden, spielte ihr bisheriges Sortiment nicht mehr die entscheidende Rolle, sondern sie sind so in die Strukturen der Kombinate eingebunden worden, wie es die Kombinatsdirektoren für richtig hielten. Und damit fielen eine ganze Reihe von Erzeugnissen völlig raus aus dem bisherigen Erzeugnissortiment. Und das führt unter anderem dazu, dass sich im Bereich Konsumgüter im weitesten Sinne alle möglichen Versorgungslücken auftun. Vom Angelhaken bis hin zur Zahnpasta, die Geschichten sind oft erzählt worden. Die Gegenbewegung setzt dann in den Mitte der 70er Jahre ein, dass die Kombinate verpflichtet werden, mindestens 5% ihrer industriellen Warenproduktion für die Herstellung von, also auf Konsumgüter zu verwenden. Was auch wieder eine unsinnige Geschichte war, dass also große Produzenten von Schiffen sich dann unter anderem auch mit den viel zitierten Angelhaken beschäftigen mussten, was natürlich nicht effizient war. Also diese Versorgungslücken sind ein gravierendes Problem, was durch die Zerstörung des industriellen Mittelstandes so entstanden ist. Es gibt einen weiteren Verlust an Flexibilität in der Wirtschaft. Denn gerade diese kleinen und mittelgroßen Unternehmen haben rascher auf den Markt in Anführungsstrichen reagieren können als größere Betriebe und größere Kombinate. Und es gab auch einige Mittelständler, die in der Exportwirtschaft bis Anfang der 70er Jahre richtig gut waren. Also ich erinnere beispielsweise an TTT, das sind Modelleisenbahnen, hier in Berlin produziert. Zeuge hieß der, glaube ich, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, der das gemacht hat. Das war ein richtig gut gehendes Unternehmen, dessen Produkte international nachgefragt wurden. Es kommt zur Auslöschung von Warenzeichen und Marken. Nicht generell, einige haben es tatsächlich geschafft, auch als VEB ihre Marken zu bewahren, aber in vielen anderen Fällen sind Familiennamen verschwunden. Und das hat dann natürlich Konsequenzen, auch wieder für die Exportwirtschaft der DDR, denn man braucht Marken und Warenzeichen, um international überhaupt wahrgenommen zu werden. Nach der deutschen Einheit gab es dann verschiedentlich auch Warenzeichenprozesse, wo westdeutsche Unternehmen sich gut gehende
ostdeutsche Markennamen längst zu eigen gemacht hatten, zum Beispiel Gotha-Plast, das ist so ein Beispiel. Also Verbandsmittelhersteller, Hersteller von Pflastern, war ein Produkt aus Thüringen. Viele Jahre sehr erfolgreich. Und dann gab es halt ein westdeutsches Unternehmen, das sich diesen Namen herangezogen hat, nachdem der Produzent im Osten 1972 enteignet worden ist. Und als er dann wieder in seine Rechte eingesetzt wurde in den frühen 90ern, gibt es dann halt einen Prozess, ja, wer ist denn nun der wahre Hersteller von Gotha-Pflastern? Und solche Geschichten gab es viele, die nicht zugunsten des Ostens ausgegangen sind. Es gibt einige Unternehmen, die es geschafft haben, einige wenige, auch unter der Ägide eines Kombinats oder eines VEB ihren Namen zu behalten. Kati ist so ein Beispiel. Also Kati, Nährmittelhersteller, also Backmischung aus Halle. Kati blieb, weil der Eigentümer darauf bestand, dass man diesen Namen im Handelsregister eingetragen hat und er auch weiterhin dafür bezahlt hat. Er ist dann in eine untergeordnete Position im VEB eingesetzt worden. Der Namensschrift Kati wurde verkleinert, aber er blieb erhalten. Andere Beispiele ist Apogefa, ein Pharmahersteller aus Dresden, da blieb der Name auch erhalten. Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen. Die meisten Namen und Warnzeichen sind verschwunden. Das führt dann auch dazu, Moment, ich muss nochmal zurückschalten, dass es zu einem Ende der Produktwerbung im DDR-Fernsehen kommt. Da gab es die 1000 Teletipps, also eine Sendung, wo volkseigene Betriebe, aber auch Privatbetriebe ihre Produkte beworben haben. Und 1976 war es dann soweit, dass man gesagt hat, wir brauchen das nicht mehr, wir brauchen eigentlich keine Produktwerbung, das ist alles überflüssig. Und dann wurden die 1000 Teletipps eingestellt. Und dann auf einen letzten Effekt dieser 72er-Aktion möchte ich noch verweisen, ist die zunehmende Gleichmacherei in der Gesellschaft. Also ich hatte bereits darauf verwiesen, dass das Problem des Sozialneids eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat, die SED-Führung dahin zu bringen, 1972 diesen finalen Schlag gegen den Mittelstand zu führen. Und das wiederum hat dazu beigetragen, dass kreative Köpfe in den Betrieben eigentlich nicht mehr das leisten konnten, was sie eigentlich zu leisten in der Lage gewesen wären als Eigentümer. Noch zwei Punkte zum Schluss, und das habe ich in der Studie relativ ausführlich dargestellt. Sie können das nachlesen, wenn Sie das interessiert und wenn Sie das möchten. Die deutsche Einheit und die Transformationskrise der 1990er Jahre. Darüber ist bei einer der letzten Veranstaltungen hier im Hause bereits gesprochen worden. Es kommt 1990 zu einer Schocktherapie, das heißt, die ostdeutsche Wirtschaft wird schlagartig durch die Einführung der D-Mark zum 1. Juli 1990 der Konkurrenz aus den alten Bundesländern und der internationalen Konkurrenz ausgesetzt und erleidet, und das ist eigentlich noch bald noch wichtiger, einen Aufwertungsschock von bis zu 400%. Das heißt, die Produktion aller Betriebe im Osten Deutschlands hat sich schlagartig verteuert. Und das über einen raschen Produktivitätsfortschritt auszugleichen, war unglaublich schwierig, haben auch nicht viele so schaffen können. Trotzdem gab es die Hoffnung, ja, man muss heute sagen, auch die Illusion, dass sehr rasch eine Wiederherstellung der Verhältnisse von vor 1972 möglich sein wird, durch die Reprivatisierung dieser 1972 enteigneten mehr als 11.000 Unternehmen. Das war eine Hoffnung, die sowohl die letzte DDR-Regierung oder die vorletzte, die Motto-Regierung, auch die Demissier-Regierung verfolgt hat, als auch die Kohl-Regierung verfolgt hat. Also man schaute auf diese 72er enteigneten Unternehmen
auf ihre Eigentümer und hoffte, wenn die alle rasch wieder anfangen, im Osten zu produzieren, dann entsteht der Mittelstand wieder, so wie er mal vor dem Zweiten Weltkrieg oder in Ansätzen noch bis 1972 vorhanden war. Und das wird zu einem Wirtschaftsaufschwung in den neuen Bundesländern entscheidend mit beitragen. So zumindest die Hoffnung, auch die illusionäre Erwartung, muss man sagen. Es kommt dazu, dass bereits im März 1990 ein Unternehmensgesetz erlassen wird von der Motorregierung, was darauf hinausläuft, dass jeder, der 1972 enteignet worden ist, sein altes Unternehmen zurückerwerben kann. Also für den Preis, der ihm damals gezahlt worden ist beim Abkauf seiner Unternehmensanteile. Also das wird im März 1990 auf den Weg gebracht. Und es gibt sofort einige tausend Antragsteller. Insgesamt kommt es bis zum Sommer 1990 bereits zu ungefähr 3000 Reprivatisierungen nach Motorunternehmensgesetz. Je näher die deutsche Einheit rückte, desto massiver wurde in der alten Bundesrepublik darüber diskutiert, ja, was ist denn eigentlich mit denjenigen, die im Osten Eigentum an Unternehmen verloren haben, die in den 50er Jahren geflüchtet sind oder deren Kinder Anteile übertragen bekommen haben an Unternehmen in der DDR. Was ist denn eigentlich mit denen? Und daraufhin hat das Bundesjustizministerium im Herbst 1990 ein neues Gesetz vorbereitet, das auch die Alteigentümer in der alten Bundesrepublik in ihre Rechte wieder eingesetzt hat. Dieses Gesetz gilt ab 3. Oktober 1990 und damit hatte man eine widersprüchliche Gesetzeslage. Also das Unternehmensgesetz vom März war nicht außer Kraft gesetzt, ein neues Gesetz kam hinzu. Es war eine Rechtsunsicherheit entstanden, die die Reprivatisierung erschwert hat. Das muss man so sagen, also dieses Prinzip Rückgabe vor Entschädigung hat den deutschen Einheitsprozess und insbesondere Reprivatisierung erheblich erschwert und zu tausendfachen Streitereien geführt. Wem nun was gehört? Was schlicht und ergreifend damit zu tun hatte, dass Geschichte sich nicht um mehrere Jahrzehnte zurückdrehen lässt, weil in der Zeit dazwischen ja Veränderungen erfolgt sind. Und das habe ich bei vielen Unternehmen kennengelernt, dass der Zustand von 1972 in der Form, wie er 72 mal war, natürlich so nicht mehr Anfang der 90er Jahre existierte, sondern da sind zum Teil Betriebsteile dazugekommen oder es sind Betriebsteile weggefallen, es ist investiert worden, es ist umgebaut worden, es kamen Grundstücke dazu oder fielen weg. Also das auseinander zu dividieren, war außerordentlich schwierig. Ich zeige Ihnen dazu noch ein Beispiel, da wird es dann nachher noch deutlicher werden. Jedenfalls sind diese Reprivatisierungen mit großen Hoffnungen gestartet, sind auch tausendfach dann passiert, wobei halt ein Großteil derjenigen, die in Westdeutschland Unternehmensanteile im Osten geerbt hatten, eigentlich im Osten nicht mehr aktiv werden wollten, sondern im Wesentlichen an den Grundstücken interessiert waren, aber nicht an einer neuen unternehmerischen Tätigkeit. Und das hat natürlich mit dazu geführt, dass der erhoffte Wirtschaftsaufschwung über Reprivatisierung so in der Form nicht stattfand. Also es sind durch die reprivatisierten Unternehmen ungefähr knapp 100.000 Arbeitsplätze erhalten geblieben bzw. neu entstanden. 100.000. 1972 waren es 500.000, also nur ein Fünftel in etwa. Und viele, die ihre Unternehmen bzw. Unternehmensanteile zurückbekommen haben, mussten auch rasch erkennen, dass sie der Konkurrenz aus den alten Ländern nicht gewachsen sind auf ihren Gebieten und haben wieder aufgegeben. Umso bemerkenswerter sind diejenigen, sind die Unternehmen, die es geschafft haben, sich diesem Konkurrenzdruck zu stellen und innerhalb weniger Jahre tatsächlich
einen Neuanfang hinzubekommen. Das haben wir in der Studie ausführlich dargelegt. Das freut mich jedes Mal, wenn ich solche Unternehmen finde und mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die so einen Neuaufbau erfolgreich vollzogen haben. Deshalb war für die Wiederbelebung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern die Problematik der Rückkehrer, also von Unternehmern, die mal im Osten gesessen haben, dann in den Westen gegangen sind und wieder zurückgekommen sind, fast noch wichtiger als die Problematik der Reprivatisierung. Und das Allerwichtigste waren die Management-Buyout, Management-Buy-In-Privatisierung. Das bedeutete, dass bei Management-Buyout ostdeutsche Ingenieure, Geschäftsführer Teile der Betriebe kaufen konnten, in denen sie tätig waren. Und Management bei In heißt, da kommt jemand von außen und kauft sich in ein Unternehmen ein. Das ist ungefähr 3000 Mal passiert und hat zu einer Begründung eines neuen Mittelstandes maßgeblich beigetragen. Ich zeige Ihnen dann noch eine Statistik über Sitzverlegungen von West nach Ost und auch über Unternehmensneugründungen, die es natürlich auch reichlich in den 1990er, 2000er Jahren gegeben hat. Hier ist dieses Beispiel der Sieger GmbH in Leipzig, was durchaus typisch meines Erachtens für die Geschichte der DDR und des wiedervereinigten Deutschlands ist. Der Begründer des Unternehmens, Erhard Kaps, hat mehrere Bücher verfasst und diese Geschichten recht interessant dargeboten. Ist wirklich lesenswert, da mal hineinzuschauen. Also ich will es mal ganz kurz machen. Kaps baut nach dem Zweiten Weltkrieg eine Versicherungsagentur in Leipzig auf und wird 1949 das erste Mal enteignet. Er fängt dann gemeinsam mit einem Partner an, eine GmbH aufzubauen, die sich mit der Herstellung von Folien beschäftigt, Verpackungsmaterialien. Und er wird recht erfolgreich, weil er eine Produkt- und Prozessinnovation Mitte der 50er Jahre zustande bringt und Kunststofffolien in großer Zahl für verschiedenste Hersteller produziert, hat über 100 Beschäftigte. Er bleibt kritisch den Verhältnissen gegenüber, das war auch schon in der NS-Zeit, wenn man seine Biografie liest, das bleibt auch zur DDR-Zeit. Seine Briefe werden geöffnet und in den Briefen an Bekannte in der Bundesrepublik hat er sich kritisch gegenüber dem Mauerbau geäußert. Er wird zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Sein Unternehmen fällt in die Verstaatlichung 1972. Also eine ziemlich traurige Geschichte, wenn man sich das durchliest. Und er hat dann die Kraft, mit 76 Jahren als erster Unternehmer einen Wiedergutmachungsprozess noch vor einem Gericht in Sachsen zu führen. Und dieser Wiedergutmachungsprozess endet in der Tat damit, dass er Unternehmensteile von Sika rückübertragen bekommt. Damit ist die Geschichte aber nicht vorbei. Dieses Unternehmen hatte in der Zwischenzeit eine Zweigstelle aufgebaut, außerhalb von Leipzig in Markkleeberg. Und diese Zweigstelle war modern und der alte Unternehmensteil, den Kaps zurückbekam in Leipzig, war völlig verrottet. Den neuen Unternehmensteil sollte ein Westdeutscher bekommen, der aus der gleichen Branche war, das nötige Kapital hatte und, was noch wichtiger war, der auch die nötigen Kontakte in die Niederlassung der Treuhand hatte. Und Kaps führt dann wieder einen Kampf um sein Eigentum zum zweiten oder zum dritten Mal, wie er schreibt, und klagt dann und kämpft sich durch die Instanzen. Der Niederlassungsleiter in Leipzig verschwindet dann, es kommt ein neuer Mann und erst 1993, 1994 ist es so weit, dass er in seine Rechte tatsächlich wieder eingesetzt wurde, dann die Firma seinem Sohn übergibt. Heute ist der Enkel Chef bei Sika und hat diesen Aufbau geschafft. Das ist also eine durchaus, wie ich finde, nicht untypische Geschichte für Unternehmertum in Sachsen. Noch einige Punkte ganz zum Schluss zu den Unternehmen,
die eigentlich das Bild in den 1990er, 2000er Jahren dominieren. Und das sind nicht die Reprivatisierten, die also die 72 enteignet wurden und dann wieder in ihre Rechte eingesetzt wurden, wie ich hier am Beispiel von Sika gezeigt habe, sondern das Bild dominieren dann Unternehmer, die von West nach Ost kommen, weil sie Chancen sehen, etwas Neues aufzubauen, weil sie das nötige Geld und Know-how haben. Und wenn wir uns den Spreewaldhof Golzen anschauen, ist das so ein ganz typisches Beispiel, wo ein Konservenfabrikant aus Mönchengladbach in den Spreewald kommt. Der hat mit Gurken eigentlich gar nichts vorher zu tun gehabt. Der erkennt aber, das ist eine spannende Geschichte da im Spreewald. Und er macht eigentlich alles richtig, indem er sagt, auf keinen Fall den Geschmack des Ostens verändern. Lassen Sie alle Rezepte so, wie sie sind. Wir stellen die Spreewaldgurken so her, wie sie immer hergestellt worden sind. Und damit hat dieser Mann durchaus großen Erfolg und beschäftigt 10 Jahre nach dem Verkauf von Golzen an Linkenhaie 300 Festangestellte und macht mehr als 100 Millionen Umsatz. Also solche Geschichten gibt es in den 1990er Jahren sehr oft, dass also solvente Familienunternehmer, das muss ich ja nochmal betonen, kommen und Chancen in den neuen Ländern erkennen und diese auch nutzen. Aber es gibt auch die rein ostdeutschen Erfolgsgeschichten, die ich wirklich spannend fand, mal zu recherchieren. Das ist ja bisher noch gar nicht ausreichend geschehen. Eine solche Erfolgsgeschichte betrifft das Gelenkwellenwerk in Stadt Ilm in Thüringen. Und dieses Gelenkwellenwerk ist von Martin Röder gekauft worden, ein kluger, durchsetzungsfähiger Ingenieur, der dort nicht tätig war, sondern in einem anderen Betrieb in Stadt Ilm tätig war und es geschafft hat, zu DDR-Zeiten mit seinem Zweitberuf, wenn ich das so sagen darf, doch etwas Geld zu verdienen. Also das Ingenieur hat das Durchschnittsgehalt bekommen, war nicht so viel. Aber er hat eine Champignonzucht aufgebaut auf dem Bauernhof auf dem elterlichen Bauernhof. Und damit hat er eben pro Jahr 50.000, 60.000 Mark verdient, was viel war für DDR-Verhältnisse und hat sich ein kleines Startkapital schaffen können. Und er sieht 1993, 94 die Chance, in dieses Gelenkwellenwerk einzusteigen, zu investieren, brauchte natürlich Bankkredite, ist total ins Risiko gegangen, es wird doch alles schief gehen können. Das Gelenkwellenwerk hatte ja seine Abnehmer völlig verloren, denn die ehemalige Autoindustrie der DDR von Trabant bis Wartburg gab es in der Form nicht mehr. Trotzdem kauft er sich da 1994 ein und schafft es, Stadt Ilm zu einem modernen Zulieferer für Mercedes, für Opel und für andere zu machen. Und das Unternehmen verfügt heute über 350 Mitarbeiter und hat einen Umsatz von über 50 Millionen. Das ist beachtlich. Und solche Geschichten gibt es noch einige mehr zu erzählen. Die spannendste oder die interessanteste aus der Brandenburger Region ist Orafol. Orafol, ein Folienhersteller, ist ein Hidden Champion geworden. Das heißt also, die sind mit ihren Hightech-Folien, die auf jedem oder vielen Flugzeugen kleben oder auch auf Straßenschildern kleben und an anderen Produkten kleben, sind die ein heimlicher Weltmarktführer geworden und haben 1990 oder 91 mit einer Privatisierung angefangen mit 30 Mitarbeitern. 30 Mitarbeitern, wo sich ein kluger ostdeutscher Ingenieur zusammentut mit einem Kapitalgeber aus der gleichen Branche. Und nur so war es überhaupt möglich gewesen, diesen Standort in Oranienburg mit 30 Mitarbeitern zu retten. Holger Leclerc, von dem man nicht spreche ich hier, schafft es tatsächlich, dieses Unternehmen innerhalb von 30 Jahren auf 2.500 Beschäftigte auszubauen, weltweit. Also 1.000 davon sind in Nordamerika tätig. Und einen Umsatz von 650 Millionen Euro zu erzielen 2020. Also das dürfte einer der erfolgreichsten Brandenburger Unternehmer sein. Der hat also angefangen mit einem Anteil von 1% an Orafol,
weil er wie die allermeisten Ostdeutschen und auch im Gegensatz zu Martin Röder kein Kapital hatte. Aber inzwischen ist die Familie nahezu Alleineigentümer von Orafol. Also auch solche Erfolgsgeschichten, die bisher weniger bekannt sind, zumindest im gesamtdeutschen Kontext, gibt es eine ganze Reihe. Oder, das ist jetzt mein letztes Beispiel, berühmte Kinderpuppen in Bad Kösen. Das war mir eigentlich auch gar nicht klar, dass die Käthe Kruse Puppen, Käthe Kruse war eigentlich die berühmteste Herstellerin von Puppen vor dem Zweiten Weltkrieg, dass die in Bad Kösen produziert worden sind. Und ganz typisch, das hat sich am Anfang gesagt, ist diese Nachkriegsgeschichte, dass die Käthe Kruse ihren Firmensitz nach Donauwörth, also nach Bayern verlegt. Das ist, wie gesagt, tausendfach passiert. Ja, trotzdem geht eine Spielzeugproduktion in Bad Kösen weiter und wäre wahrscheinlich auch eingegangen, wie die meisten Spielzeugproduktionsstandorte im Osten, wenn nicht ein, ja, muss man schon sagen, ein mutiger Bürgermeister diese Kösener Spielzeug GmbH gekauft hätte, daraus eine Erlebniswelt gemacht hat. Und das ist die berühmteste Spielzeug, beziehungsweise die berühmteste Puppe. Wer Kinder hat, wird sie kennen, Bernd das Brot. Also durch die Aufträge des MDR und Bernd das Brot und Schnappi, das Krokodil, ist diese Spielzeugproduktion in Bad Kösen in der Tat revitalisiert worden und kann sich heute als Familienbetrieb auch gegen die ganz Großen zumindest behaupten. Mein letzter Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, und der ist mir wirklich wichtig, weil das so in den bisherigen Wahrnehmungen der Industriepolitik, auch der der Wirtschaftsentwicklung im Osten zu wenig beachtet wurde. Es gibt seit den 2000er Jahren eine partielle Reindustrialisierung. Also nach diesem riesigen Schock der 1990er Jahre mit der Deindustrialisierung, mit der großen Arbeitslosigkeit, mit dem massenhaften Firmensterben und auch dem Verschwinden von Familienunternehmen, die nochmal angefangen haben, gibt es seit den 2000er Jahren eine partielle Reindustrialisierung. Man kann das sich anschauen und vergleichen, wenn man Thüringen oder Sachsen nimmt oder wegen meiner auch Brandenburg und die Zahlen vergleicht mit Regionen in Frankreich oder auch in anderen europäischen Ländern, da ist der Industriebesatz nicht höher, sondern eher noch unter dem, was inzwischen in Sachsen, Thüringen und so weiter zu finden ist. Das hängt zum einen damit zusammen, dass diese reine Transferwirtschaft, die es in den 1990er, auch frühen 2000er Jahren gab, ein Stück weit ersetzt wurde durch die sogenannte Autobahnökonomie. Das heißt, Unternehmen haben dort angesiedelt, wo sie rasch herankommen konnten, also in der Nähe großer Autobahnkreuze oder zumindest wo die Logistik günstig war. Und es ist ja sehr viel in die Infrastruktur in Ostdeutschland investiert worden. Und so gibt es eine Reihe von Standorten, die neu belebt worden sind. Bolzenburg ist so ein Beispiel. Es war mir vor dieser Studie auch gar nicht bekannt, dass Bolzenburg in Mecklenburg-Vorpommern heute einer der wichtigsten europäischen Standorte der Süßwarenindustrie ist. Weil dahin Sweettech und Toffeetech und andere Firmen ihre Firmensitze verlegt haben. Natürlich auch aus steuerlichen Gründen, ist ganz klar. Aber auch aufgrund dieser Autobahnökonomie-Effekte. Dann gibt es eine Internationalisierung der ostdeutschen Wirtschaft. Ich will das mal an drei Firmen zeigen. Komsa Kommunikation in Sachsen hat ein Schwede aufgebaut. Der würde sich auch heute nicht als schwedisches Unternehmen bezeichnen. Das hat er mir gegenüber auch immer abgelehnt, als schwedisches Unternehmen zu firmieren, sondern gesagt, wir sind ein internationales Unternehmen in Sachsen mit über 1000 Beschäftigten und einem riesigen Angebot an Kommunikationstechnik. Also Grosse, der etwas einen Bauernhof in Sachsen geerbt hat, hat halt diese Marktlücke erkannt, die es gab, als es noch keine Handys gab. Und hat deshalb in Sachsen groß investiert, in Hartmannsdorf und ein gut gehendes Unternehmen aufgezogen. Ein anderes Beispiel, Bell Flavors and Fragrances in Leipzig. Dort beziehungsweise
Vorort von Leipzig in Miltitz, muss man streng genommen sagen. Dort saß vor dem Zweiten Weltkrieg, schon im frühen 19. Jahrhundert, der wichtigste Produzent von Aromen und Duftstoffen, die Schimmel GmbH. Die waren Weltmarktführer. Also die waren 100 Jahre lang Weltmarktführer. Und zu DDR-Zeiten geht das alles, ich will nicht sagen unter, aber wird dann nur noch auf den DDR-Markt bzw. ostdeutschen Markt begrenzt. Und als Herr Heinz auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten nach Miltitz kommt und sich das dort anschaut, hat er sinngemäß gesagt, hier saß der Gorilla der Branche, hier will ich hin. Damit meinte er, das war ein Weltmarktführer, richtig toll, da will ich was aufziehen. Das hat er gemacht, unter vielen Schwierigkeiten. Heute Art Bell Flavors and Fragrances, 350 Beschäftigte, großer, gutgehender Mittelständler. Oder letztes Beispiel, Freiberger Compound Materials in Freiberg. Freiberger ist einer der wichtigsten israelischen Unternehmer. Seine Familie ist in den 30er Jahren in Chemnitz, oder in den frühen 30er Jahren, muss ich sagen, sehr bekannt gewesen, hat dort eine Reihe von Bäckereien und anderen Geschäften betrieben, ist rechtzeitig geflohen, konnte fliehen Mitte der 30er aus Deutschland. Und dass Freiberger zurückkommt nach Sachsen, ist hoch anzuerkennen, auch bei allen Problemen, die es da schon in den 90ern gab und die jetzt noch sichtbarer werden, und hat aufgesetzt auf das, was in den 70er, 80er Jahren mit dem Mikroelektronikprogramm der DDR im Entstehen war. In Freiberg gibt es ja bis heute hervorragende Spezialisten, die sogenannte Galliumwefer herstellen. Also sind so kleine Scheiben für die Elektronikindustrie ganz wichtig. Freiberger hat dieses Potenzial gesehen und da investiert, und sein Unternehmen FCM ist ein wichtiger Standort der Mikroelektronikindustrie, sowohl für Deutschland als auch für Israel. Und auch Freiberger würde sich nicht als israelisches Unternehmen bezeichnen, sondern als ein Unternehmer, der in Sachsen produziert. Noch zum Schluss, und dann bin ich auch habe ich meine Zeit auch sicherlich wieder mal etwas überschritten, noch so ein paar Impressionen von Unternehmen, die neu entstanden sind, beziehungsweise die als reprivatisierte erfolgreich sind. Julius Blüthner Pianoforte Fabrik, ganz bekannt in Großpersonal in Leipzig. Also die waren bis 1972 rein privat geführt, haben immer für den Weltmarkt produziert und sind heute nach wie vor einer von wenigen, die so Flügel in dieser Qualität und auch in diesen Preisklassen herstellen. Wer sich dafür interessiert, in der Ausstellung über die Geschichte von Familienunternehmen in Ostdeutschland gibt es auch längere Interviews mit Blüthner und mit anderen Unternehmern, die das viel besser darstellen können, ihre eigenen Geschichten, als ich das hier vermag. Oder, ich hatte ihn bereits erwähnt, Rainer Thiele, Kati in Halle, Saale, Backmischung, Backwaren. Rainer Thiele erzählt immer voller Stolz, dass seine Mutter eigentlich lange vor Dr. Oetker die Backmischung erfunden hat und die ersten Backmischungen in Tütenform Mitte der 50er Jahre auf den Markt gebracht hat. Also ohne die deutsche Teilung wäre Kati wahrscheinlich der Marktführer in Deutschland und nicht eine andere Firma. Aber wenn Sie sich das mal anschauen, in Halle, Kati ist ein Unternehmen mit ungefähr 70% Frauen, die dort tätig sind, ist richtig toll. Also ich war begeistert, als ich mir das angucken durfte. Oder, das habe ich auch schon erwähnt, das sind halt diejenigen, die ihre Firmensitze von West nach Ost verlagert haben, in dem Fall hier nach Bolzenburg. Das ist die Ragolz GmbH, Sweettech, Toffifee, alles verschiedene Produktnamen. Auch ein großer Produzent, der viele hundert Arbeitsplätze geschaffen hat. Ich könnte die Liste noch lange, lange durchgehen,
muss mir das jetzt mal ersparen, verweise die darauf, dass sie natürlich vieles von dem, was ich hier nur angerissen habe und zugegebenermaßen sehr verknappt dargestellt habe, dass sie das viel detaillierter in der Studie nachlesen können oder auch in der Ausstellung sich angucken können. Da können Sie auch die Originaltöne hören, sowohl von den Unternehmern, die enteignet wurden, die reprivatisiert wurden, können sich auch die 1000 Teletipps mit den Werbegeschichten aus den 60er Jahren anschauen und vieles andere mehr. Also das ist sehr sehenswert und da bekommt man noch viel bessere Einblicke als in so einem kurzen Vortrag, den ich hier halten durfte vor Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre große Aufmerksamkeit und hoffe noch auf ein paar spannende Fragen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Herr Dr. Kalsch. Der Hinweis auf die Ausstellung ist ja vielleicht auch als Einladung zu sehen, mit der Stiftung Familienunternehmen sich nochmal zusammenzusetzen, um zu schauen, ob wir vielleicht auch in unserem Kontext die Ausstellung nochmal zeigen können. Das hatten wir ursprünglich mal geplant, das dann aber auch aus Corona-Gründen dann doch wieder verworfen. Der heutige Abend hat mir ein Stück weit gezeigt, dass es richtig ist, über viele Dinge, die man vielleicht so ein Stück weit auch als Grundlagen der DDR-Geschichte bezeichnet, neu oder ich sage mal besser wieder zu verhandeln. Denn was uns im Museum aufgefallen ist, dass teilweise das, was man klassisch als Grundlagenwissen bezeichnet, vielleicht auch ein Stück weit von der Schule erwartet, gar nicht mehr vorhanden ist. Ich will das jetzt gar nicht als Schelte an das Bildungssystem verstehen, sondern mehr als Effekt, der sich ergibt, dass die heutige Forschungslandschaft sich auf anderen Feldern bewegt, zum einen. Und zum anderen natürlich der größte Feind des Historikers, also der Zeitzeuge, gewissermaßen ausstirbt. Und deshalb haben wir uns nicht nur zu der heutigen Veranstaltung inhaltlich entschlossen, sondern machen gleich in 14 Tagen auch weiter, indem wir, da greife ich jetzt ein Stück mit der Ankündigung vorweg, indem wir mit Frank Richter aus Sachsen über das Thema Ostdeutschland, Sie haben es ja jetzt zum Schluss ganz stark mit angeschnitten, zu Recht weiter debattieren wollen, unter dem Titel Zur Sache Ostdeutschland, vielleicht ein Stück weit die politischen Grundlagen dafür besprechen wollen, der Veränderung in den letzten 30 Jahren. Man macht es ja heute so, man spricht erst über das Detail und dann kommt der Rückgriff auf den Überbau dazu. Das heißt, den können Sie bei uns gerne in 14 Tagen hier erleben. Aber heute möchte ich gerne noch mal auf ein paar Dinge eingehen, die Sie schon angerissen haben. Nämlich zum einen, vielleicht noch als Ergänzung, Bad Kösen ist übrigens der Endpunkt oder einer der Endpunkte gewesen, derjenigen, die sich als Lebensreformbewegung bezeichnet haben und irgendwann nach ihrer langen Wanderschaft die ankommen mussten. Und da war einer der Endpunkte Bad Kösen. Das heißt, es gab ganz, ganz viel Spielzeugindustrie dort oder Spielzeugkleinhandwerk, müsste ich sagen, von Industrie kann man gar nicht reden, die dort überlebt haben bis Anfang der 50er Jahre und zum Teil auch gar nicht verstaatlicht wurden, sondern eben dann einfach den Betrieb altersbedingt auch aufgegeben haben. Ich würde gerne am Anfang nochmal auf ein paar Begrifflichkeiten eingehen, nachfragen wollen. Nämlich zum einen die Frage, vielleicht können Sie nochmal umreißen, was macht einen industriellen Familienbetrieb speziell in Ostdeutschland aus? Also wie hat man das zu fassen? Es gibt ja diesen westdeutschen Mittelstandsbegriff. Ist der damit kongruent? Oder was verstehen Sie in Ihrer Untersuchung unter ostdeutschen oder industriellen ostdeutschen Familienunternehmen? Ja, da gibt es zunächst mal keinen Unterschied zwischen Ost und West. Man muss ja die Vorgeschichte sehen. Sachsen, Thüringen, Teile von Anhalt, natürlich Berlin, auch ein kleiner Teil von Brandenburg, das waren die Regionen in Deutschland mit dem höchsten Industriebesatz überhaupt. Ja, wenn Sie sich Arbeitskraftstatistiken anschauen, also Industriebeschäftigte, dann steht auf Platz 1 um 1914, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Sachsen. Auf Platz 3 kommt Thüringen. Berlin folgt. Das heißt, das waren die Regionen mit den meisten auch familiengeführten Unternehmen. Vor allem in der Leichtindustrie, ja, in der Textilwirtschaft, Textilindustrie, aber auch im Maschinenbau, in der Feinmechanik,
Spielzeug haben wir erwähnt gehabt und vieles andere mehr. Sie können die Branchen durchgehen. Es sind also wirklich blühende Industrielandschaften gewesen. Insofern gibt es da zunächst mal keinen Unterschied in der Begrifflichkeit. Das ändert sich dann, und darauf wollen Sie sicherlich hinaus, wenn man die beiden deutschen Staaten betrachtet. Ja, dann bleiben Familienunternehmen, sofern sie überhaupt noch weiter existieren können, in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR, ich habe es angesprochen, dann bleiben das Kleinunternehmen. Ja, da gibt es kein einziges Unternehmen mehr mit mehr als 500 Beschäftigten, sondern die Regel sind Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten. Und davon weicht das, was sich in Westdeutschland entwickelt und entwickeln kann oder weiterentwickeln kann, natürlich zunehmend ab. Da gibt es auch diese tausenden Kleinen mit 10, 20, 50 Beschäftigten, aber auch einige ganz große. Mit Zehntausenden Beschäftigten, Henkel ist so ein Beispiel, als ja, Hersteller von Waschmitteln und vielen anderen mehr, die sind globalisiert in den frühen 70er Jahren, haben mehr Beschäftigte im Ausland als in der Bundesrepublik, ja, und insgesamt über 10.000. Und das kann man natürlich dann mit dem, was in der DDR da noch möglich ist, gar nicht mehr vergleichen. Und trotzdem ist das ein unscharfer Begriff, dieser Mittelstandsbegriff ist unscharf. Ja. Geben Sie uns trotzdem mal eine Zahl an die Hand für Ostdeutschland. Was war, wenn Sie vom industriellen Familienunternehmen Ostdeutschland sprechen, Beschäftigtenzahl meine ich jetzt, Entschuldigung. Beschäftigtenzahlen, gut, wir haben es zum Schluss gesehen, das sind weniger als 500.000, die noch in Privatbetrieben beziehungsweise in Betrieben mit staatlicher Beteiligung tätig sind, unter 500.000. Und das ist schon ein sehr weit gefasster Begriff. Ich weiß nicht, was da alles mit hineingerechnet worden ist. Ich meine jetzt den einzelnen Betrieb. Also es gibt ja diesen Mittelstandsbegriff für Deutschland insgesamt, der natürlich stark auf den alten Westen geprägt war. Wie sieht das mit der Beschäftigtenzahl eines einzelnen Unternehmens aus? Also von bis, wie bewegt sich das und vielleicht noch ein Durchschnitt dazu? Gut, da müssen sich die statistischen Jahrbücher der DDR heranziehen. Da sind ja Betriebsgrößen durchaus erfasst worden. Und die Masse der Betriebe, die man mit heutiger Terminologie unter Mittelstand subsumieren würde, das waren Unternehmen mit 1 bis 50 Mitarbeitern. Also viel weniger, als man heute unter Mittelstand eigentlich versteht. Viel kleiner. Ja, und das ist ja ein Problem, was sich bis heute durchzieht, ja, dass der Mittelstand, sofern es sich um diese 72er reprivatisierten Unternehmen handelt, deutlich kleiner ist als, sage ich mal, in Bayern oder im süddeutschen Raum. Also von der Zahl der Mitarbeiter, auch vom Umsatz her. Ich würde gerne mal bei ein paar Zahlen bleiben. Ich habe ein bisschen überrascht, und Sie werden es sicherlich gleich auflösen können, dass bei den Zahlen nach dem Zweiten Weltkrieg der enteigneten Betriebe Sachsen mit 293 viel weiter hinterlag im Vergleich zu Mecklenburg mit 494. Die hatte ich mir jetzt einfach mal mitgeschrieben von Ihrer Statistik. Sie hatten vielleicht eine Auflösung angeboten. Könnten das eventuell diese kleinen Ostsee-Übernachtungsbeherbergungsbetriebe sein, die da so stark reinfallen? Müsste ich jetzt genauer reinschauen. Da steckt vieles mit drin. Wichtig ist, dass man eben diesen Punkt 48 nicht als den entscheidenden annimmt. Das stimmt, ja, da haben Sie recht. Danach sondern, dass man schauen Zahlen muss, was passiert denn da bis Anfang 53? Und bis Anfang 53 geben 2 von 3 privat geführten Betrieben im Osten auf. Ja? 2 von 3, das ist ein gewaltiger Aderlass. Ja? Weil sie halt den Druck nicht mehr aushalten, den das Finanzamt macht oder den ja, der Staat im weitesten Sinne auf sie ausübt. Entweder gehen sie in den Westen oder geben ihr Unternehmen auf. Das heißt, das große Unternehmenssterben, das setzt 1949 bis 1952 erst richtig ein. Ich wollte bei den Begrifflichkeiten noch ein Stück weit bleiben. Sie haben vieles ja auch angesprochen und auf vieles können wir jetzt gar nicht so spezifisch eingehen. Also auf die PGH-Struktur beispielsweise, die Produktionsgenossenschaften, das Handwerks. Aber auf eins wollte ich doch gerne schon mal eingehen, und zwar die sogenannten halbstaatlichen Betriebe, die man so bezeichnet. Vielleicht können Sie darauf noch ein bisschen stärker eingehen, weil in Ihrer Statistik sind die ja auch auf Platz 1 gewesen, wenn es um die 72er Enteignungswelle geht, die wir heute zum Anlass genommen haben für die Veranstaltung. Denn diese halbstaatlichen Betriebe haben ja in der Statistik den höchsten Anteil,
mehr noch als die kleinen Privatbetriebe, die noch existierten, und weitaus mehr auch noch als die PGHs, die dann umgewandelt wurden in VEBs. Vielleicht können Sie uns nochmal erzählen, was ist eigentlich ein halbstaatlicher Betrieb? Wie hat man sich das vielleicht mit im Vergleich zu heutigen Rechtsgebilden vorzustellen? Also der Begriff halbstaatlicher Betrieb ist eigentlich nicht exakt. Der würde ja darauf verweisen, dass der Staat 50% Eigentum hat und der Unternehmer 50% Eigentumsanteile hält. So war das nicht. Also die Möglichkeiten, staatliche Beteiligung aufzunehmen, die ging bei wenigen Prozent los und endete bei 99% Staatsanteil. Und in der Regel hat der Staat gleich versucht, die Mehrheit zu bekommen. Also indem ein Kredit gewährt worden ist, kaufte sich der Staat sozusagen ein in diesen Privatbetrieb und hatte damit schon von Anfang an, seit 1956, 57 die Mehrheit. Also bei allen Betrieben, die ich hier gezeigt habe, ob das Kati ist oder andere, war der Staat von Anfang an Mehrheitseigentümer gewesen und hatte damit auch über die Deutsche Investitionsbank oder über den staatlichen Eigentümer, was ein volkseigener Betrieb war, das Sagen. Und diese Betriebe mit staatlicher Beteiligung, das waren die größeren unter den kleinen, wenn man das mal so fassen darf. Also die Betriebe, die gewisse strategische Funktionen hatten, weil sie als Zulieferer wichtig waren, weil sie also Wärmepumpen beispielsweise hergestellt haben, Vakuumpumpen oder ähnliches, was bei den größeren volkseigenen Betrieben benötigt wurde, die sind zuerst mal bedrängt worden, eine staatliche Beteiligung aufzunehmen. Und die ganz kleinen, so muss man es wirklich sagen, die ganz kleinen, die blieben bis 72 in privater Hand. Das waren zum Beispiel kleinere Brauereien, zum Beispiel zu geben, mit wenigen Dutzend Beschäftigten. Wie finden sich denn da die PGHs wieder in diesem Konstrukt, was Sie gerade aufgezeichnet haben, zwischen den halbstaatlichen, ich habe jetzt bewusst diesen DDR-typischen volksumgangssprachlichen Begriff benutzt, ich weiß gar nicht, wie die offiziell hießen, ehrlich gesagt, da können Sie vielleicht nochmal was sagen, ob es einen offiziellen Begriff gegeben hat, wenn es eben diese staatliche Beteiligung gegeben hat, und wie finden sich, das sind jetzt zwei Fragen in einem gewissermaßen, so die PGHs vielleicht dazwischen wieder, oder trifft das mit dazwischen das gar nicht so richtig? Ich weiß, die Produktionsgenossenschaften des Handwerks sind eines Ihrer Lieblingsthemen. Nun muss ich gestehen, ich habe mich mit dem Handwerk wenig beschäftigt, weil das ein Thema für sich ist. Ja, es gab Zehntausende von Handwerksbetrieben, die auch nach dieser 72er-Aktion in privater Hand blieben. Die waren aber so beauftragt, dass sie also nur wenige Beschäftigte überhaupt noch einstellen durften. Unter 10, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Und größere Produktionsgenossenschaften des Handwerks, die schon angefangen hatten, industriell zu produzieren oder ins Wohnungsbauprogramm, was anlief, Anfang der 70er Jahre eingebunden waren, da griff der Staat zu, weil er meinte, die passen doch eh besser in eine Struktur von volkseigenen Betrieben oder Kombinaten, weil sie den Bedarf der 1000 kleinen Dinge oder der kleineren Handwerksleistungen nicht mehr bedienen, sondern weil sie halt für das Wohnungsbauprogramm hunderte von Fenstern einbauen und ähnliches. Ja. Und die können wir rausnehmen, die sind für den Bevölkerungsbedarf gar nicht mehr entscheidend. Das hat natürlich fatale Konsequenzen gehabt, ja, dass man diese Produktionsgenossenschaften des Handwerks, großen, aus der Dienstleistung für die Bevölkerung zum Teil weggenommen hat. Und damit wieder, sagen wir mal, zusätzliche Probleme geschaffen hat in vielen Bereichen. Also Schuhmacherei, Glaserei, Sie können das durchgehen. Ich wollte die Kurve Richtung Handwerk ja gar nicht so tief ausfahren, sondern vielleicht nochmal bei den halbstaatlichen Betrieben bleiben. Was im Übrigen meines Erachtens, es gab viele Forschungsprojekte zu den Kombinaten, es gab das sehr umfangreiche zur Treuhand, was im Übrigen meines Erachtens eine Forschungslücke darstellt, was ich sehr schade finde, dass es darüber noch viel zu wenig gibt, ja vielleicht auch für die Stiftung Familienunternehmen, was eine Beteiligung, eine Trägerschaft angeht, eine Idee. Wie konnte man von außen erkennen, dass es ein Betrieb mit einer staatlichen Beteiligung war in der DDR? Ja, das konnte man zunächst mal im Namenszug erkennen. Ja. Die hießen tatsächlich Betriebe mit staatlicher Beteiligung Schüngel KG, also Kommanditgenossenschaft. In der Regel ist ja die Rechtsform der Kommanditgenossenschaft, also die bürgerliche Rechtsform, gewählt worden. Ja, der Staat war Kommanditist und hatte
in den meisten Fällen eine Mehrheitseinlage und dann gab es Familienangehörige, die auch Kommanditisten waren, die geringere Anteile auch noch ihr eigen nannten. Also wenn da Kommanditgesellschaft steht, dann ist das ein Betrieb mit staatlicher Beteiligung gewesen. Das können Sie an den Briefköpfen erkennen, das können Sie auch an manchen Hauswänden bis heute noch erkennen oder an manchen Türschildern noch erkennen, wo eben Schüngel KG oder Zeuger KG und ähnliches dran stand. Also bis 1972 war das so. Da ist der Erkennungsfaktor leicht zu rekapitulieren. Schwieriger wird das dann nach 1972, wo die KGs komplett verschwinden. Einen ganz wichtigen Aspekt, wir sprechen immer davon, dass da Zwang dahinter stand, was zweifelsohne so gewesen ist. Sie haben den Aspekt der Steuern, der ein sehr vielschichtiger Aspekt war. Sie haben ein Beispiel gebracht, was die Steuererhebungssätze angeht. In der Summe können wir das gar nicht heute Abend hier ausdiskutieren, weil es eine sehr komplexe Materie ist. Die sogenannten Kapitalistentarife nenne ich jetzt nur mal als Stichwort. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt nochmal zu sprechen kommen, den Sie angerissen haben, aber vielleicht noch ein Stück weit ausführen können, nämlich den Aspekt der Entschädigung, weil er ja sehr vielschichtig ist. Sehr vielschichtig deshalb, Sie haben es auch schon gesagt, dass einige ja vielleicht auch gar nicht unglücklich waren, sich sozusagen dem Druck, der existierte, durch eine Entschädigung zu entziehen. Meines Wissens sind alle Enteignungen, die es in der DDR gegeben hat, über Entschädigung gelaufen und meines Wissens auch über die Regelsätze, die vor dem Krieg gegolten haben, beziehungsweise weiter gegolten haben in der DDR. Man sprach dann auch von den Einheitspreisen. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen schildern, inwieweit das den damaligen möglichen Verkaufswert wiedergespiegelt hat, also wie weit das Marktpreise zu der jeweiligen Zeit gewesen sind in der DDR. Und vielleicht auch so ein bisschen sozialwissenschaftlich betrachtet, wie die Gemengelage sich dargestellt hat. Also ob man eher tendenziell auch froh war, was man heute natürlich nicht so gerne zugeben mag, dass es diese Entschädigung gegeben hat, wo dann jede Feile geschätzt wurde letzten Endes. Oder ob es sozusagen die Freiheit über das eigene Eigentum zu bestimmen viel, viel größer gewogen hat. Das ist eine schwierige Frage, die man noch gar nicht pauschal beantworten sollte, weil das von Unternehmen zu Unternehmen durchaus unterschiedlich war. Also Walter Riedel hat das in seiner Denkschrift zum Ausdruck gebracht. Wir wollen wenigstens vernünftige Kapitulationsbedingungen aushandeln und eine möglichst hohe Entschädigungssumme bekommen. Also von Marktpreisen konnte natürlich keine Rede sein. Es gab schlicht und ergreifend keine Marktpreise für Unternehmensanteile, sondern man hat sich teilweise an den von Ihnen genannten Preisstrukturen aus der Vorkriegszeit orientiert. Und damit waren auch die innovativen Leistungen, die in das ein oder andere Unternehmen eingeflossen sind, de facto entwertet. Ja, ich habe Ihnen das von Kaps gezeigt. Der hat, wie gesagt, einen Innovationsprozess Mitte der 50er Jahre eingebracht in diese Folienproduktion. Das ist überhaupt nicht bewertet worden. Oder irgendwelche Markenrechte, die es zum Beispiel bei Medikamentenherstellern ja gab, die sind auch nicht bewertet worden, sondern es ist bewertet worden, das Anlagevermögen, also sprich das, was ist an Maschinen da, an Materialien, wie viel Prozent davon gehören noch dem Eigentümer, also dem Alteigentümer und wie viel Prozent gehört bereits dem Staat. Da kamen ein paar tausend Mark raus, im schlechtesten Fall. Im günstigsten Fall einige 10.000, aber das waren keine großen Summen, die da als Entschädigung angeboten wurden. Also um das zu vereinfachen und kurz zu machen, die Entschädigungswerte wurden möglichst runtergerechnet. Da hat natürlich ein Staat, der über die alleinige Finanzhoheit verfügt und die Steuergesetze gemacht hat, eine unglaubliche Gestaltungsmacht, um Entschädigungswerte kleinzurechnen. Und das war natürlich dann auch der große Frust für die Unternehmer, die dann 1990, 91 ihre Unternehmen zurückgekauft haben. Die mussten also diese Kaufsumme, die sie bekommen haben, an die Bundesrepublik dann zahlen, um überhaupt in ihre alten Rechte wieder eingesetzt zu werden. Sie haben das jetzt hier ganz anschaulich geschildert, was sozusagen die Unfreiwilligkeit angeht, beziehungsweise auch der Zwang, der dahinter stand. Sind Ihnen denn Beispiele bekannt, wo sich Unternehmer vielleicht auch freiwillig im Rahmen der verschiedenen Stufen
der Verstaatlichung, die Sie geschildert haben, freiwillig an den Staat gewendet haben, also außer bei den halbstaatlichen Betrieben, da hatten Sie es ja schon gesagt, was die Kreditwürdigkeit, was die Beschaffung von Materialien, Rohstoffen angeht, aber gibt es da andere Beispiele vielleicht noch aus anderen Phasen, vielleicht auch der 72er Enteignungswelle, wo Ihnen Beispiele bekannt sind, wo sich Privatunternehmen eben an den Staat gewendet haben, wir wollen nicht mehr? Solche Bestrebungen hat es in der Tat in Einzelfällen gegeben, dass Unternehmer gesehen haben, je mehr investiert wird, umso größer wächst der Staatsanteil. Und eines Tages hat der Staat eh alles in der Hand. Also warum dieses Spiel noch mitspielen, dann gleich auch die restlichen Anteile dem Staat zur Verfügung stellen, dafür noch etwas Geld kassieren und in einer Direktorenposition verbleiben. Also solche Anfragen hat es beispielsweise 1966 gegeben von einem Unternehmer, Namen will ich jetzt nicht nennen, aus Sachsen, der also angeboten hat, eigentlich müssten wir alles verkaufen an den Staat. Ja, und das in seiner Partei, der war Mitglied der NDPD. Der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, richtig. Der hat das angeboten und vorgeschlagen, dass das doch von seiner Partei ausgehen sollte, so eine Initiative. Das hat keine Resonanz gefunden, weil Ulbricht 66, wie gesagt, auf dieser Zusammenkunft mit den Komplementären noch darauf Wert gelegt hat, eine längerfristige Perspektive für die Betriebe mit staatlicher Beteiligung und die Privatindustrie anzubieten. Aber, das ist richtig, was Sie sagen, es war nicht alles Zwang. Ja, es gab fürchterlichen Druck auf die Unternehmer, die unbedingt Eigentümer bleiben wollten. Das wird immer wieder zitiert und beschrieben und das ist auch gar nicht schön zu reden. Also Rainer Thiele erzählt das bei jeder Veranstaltung, wo er gefragt wird, welcher Druck auf seine Eltern ausgeübt worden ist. Sein Vater bekam dann einen Herzinfarkt, als ihm die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Das war eher die Regel, dieser Druck. Ja, aber es gab halt auch diejenigen, die gesagt haben, gut, wir leben hier in der DDR, das ist ein Land mit Dominanz an Staatseigentum und wir haben hier eh keine Chance mehr, uns weiterzuentwickeln, also warum nicht gleich verkaufen, das hat es auch gegeben. Also man kann es nicht nur mit Zwang erklären, sondern auch ein Stück weit mit der Aussichtslosigkeit dieser Situation von privat geführten Betrieben. Ich wollte nochmal auf einen besonderen Aspekt der Wirtschaftsgeschichte der DDR, aber speziell auch was die Frage der Enteignungen angeht, eingehen. Das ist die Frage des arisierten jüdischen Eigentums, also des im Dritten Reich arisierten jüdischen Eigentums und die Frage der Rückübertragung innerhalb der DDR, die ja in der Bundesrepublik relativ früh schon angefangen hat. Viele dieser Fragen dann auch schon vollumfänglich geklärt werden konnten. In der DDR aber in der Regel nicht zurückgegeben wurde, beziehungsweise unter Verwaltung gestellt wurde, also sozusagen keine freie Bestimmung über das Eigentum stattfinden konnte. Vielleicht können Sie dazu noch ein Stück weit sagen, wie sich das im Detail verhalten hat und vor allem auch, wie das sich verhalten hat in Bezug auf die Internationalisierung der DDR. Also ich meine jetzt auch die in den 70er Jahren stattfindende Bestrebung Honeckers, international anerkannt zu werden. Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte, die Nichtwiedergutmachung gegenüber enteigneten jüdischen Unternehmen. Da ist eigentlich bis fast zum Ende der DDR-Zeit nichts passiert. Die sind genauso enteignet worden als Unternehmen, die in irgendeiner Form in der Rüstungswirtschaft mitgespielt haben, wie alle anderen auch. Sie sind ja bereits vor 1939 in der Regel enteignet worden. Entweder sind die Eigentümer geflohen, sofern sie noch fliehen konnten oder mussten verkaufen, wurden arisiert oder sind umgebracht worden. Das bekannteste Beispiel, Simson Suhl. Simson Suhl, ein großes Unternehmen, das also Jagdwaffen hergestellt hat, das von der Familie Simson aufgebaut worden ist im 19. Jahrhundert, dann 1933 natürlich unter Druck der Gauleitung in Thüringen von Sauckel gekommen ist, dann 34 unter fadenscheinigen Gründen enteignet worden ist und dann zu einem großen Waffenproduzenten ausgebaut wurde. Also die Gustloff-Werke war der größte Waffenproduzent in Thüringen. Und die DDR hat die Gustloff-Werke als NS-Eigentum
beziehungsweise die sowjetische Besatzungsmacht hat dieses Unternehmen auf die Liste der zu enteignenden Unternehmen als Kriegsverbrecherunternehmen gesetzt, weil es halt unter Gustloff für die Nazis Waffen produziert hatte. Die Vorgeschichte, dass Simson ein wichtiger, großartiger Unternehmer gewesen ist, spielte keine Rolle. Das ist also vom Tisch gewischt worden. Und erst in der allerletzten Phase der DDR hat man darüber nachgedacht, eventuell Entschädigungsleistungen an enteignete jüdische Unternehmerinnen und Unternehmer zu zahlen, damit doch noch eine Reise von Erich Honecker in die USA möglich wird. Also da wurde das nochmal diskutiert. Die berühmte Diskussion, die man auch mit der Synagoge hier in der Oranienburger Straße verbindet. Und, um den Bogen noch ein bisschen weiter zu spannen, Auslandseigentum spielte ja auch eine nicht geringe Rolle in der Volkswirtschaft des Deutschen Reiches. Und es gab auch mehrere hundert Unternehmen, die ausländischen Firmen gehörten. Und die hat man zunächst einmal nur beschlagnahmt und noch nicht sofort in Volkseigentum überführen können, da die Rechtslage doch diffizil und schwierig war. Das spitzt sich dann erst Anfang der 50er Jahre zu, als der Koreakrieg zu einer zunehmenden Konfrontation der Blöcke führt und damit für die Sowjetunion es klar schien, es wird da keinen Ausgleich mit dem Westen geben und die schwedischen, amerikanischen und belgischen Unternehmer, die da in der DDR mal produziert haben, die müssen nicht mehr entschädigt werden, sondern das kann man weiter unter Verwaltung stellen und wie Volkseigentum behandeln. Ja, also da gab es beispielsweise, wenn wir hier in Berlin denken, die Kodak-Werke, die in Köpenick produziert haben, die standen bis 1972 noch unter Verwaltung und sind völlig runtergewirtschaftet worden, waren ein Teil des Orvo-Kombinats und sind dann in Volkseigentum überführt worden, weil man einfach nicht mehr damit gerechnet hat, dass es zu einer deutschen Einheit kommt und glaubte, man kann mit diesem Auslandseigentum dann so verfahren wie mit allen anderen Eigentumskategorien auch. Und so könnte ich Ihnen noch einige andere große Firmennamen aufzählen. Solvay beispielsweise, der größte Produzent von Schwefelsäure, von Großchemikalien überhaupt, der riesige Werke in Staßfurt und in Bernburg betrieben hatte. Und dieses Unternehmen wurde 1950 de facto in Volkseigentum überführt, weil Schauprozesse geführt wurden gegen die Direktoren, denen man also Verbindungen in den Westen unterstellt, und so hatte man dann den Hebel, um Solvay zu enteignen. Und um das abzuschließen, diese Auslandseigentumsfrage, Kodak ist zurückgekommen nach Berlin 1992, hat also sein altes Werk nochmal übernehmen wollen, mit wenig Erfolg Röntgenfilme hier produziert, ein paar Jahre lang, dann war es vorbei. Kodak als einziger Weltmarktführer gibt es heute so nicht mehr. Also die ganze Filmwelt hat sich ja verändert durch die Digitalisierung und selbst der Weltmarktführer Kodak ist untergegangen und alles andere, was in der ehemaligen DDR existierte, mit Filmproduktion zu tun hatte, Orvo ging schon eher unter. Solvay, die kam zurück nach Bernburg und sind da heute ein wichtiger Produzent. Ich sage hier mal auch für an Sie, Herr Karsch, gerichtet, danke auf dem Podium. Würde an der Stelle vielleicht einen kleinen Cut machen, weil wir gerne dass die Diskussion auch nochmal ins Publikum hineingeben möchten und uns an der Stelle von den Zuschauern im Stream verabschieden, nicht ohne sie nochmal einzuladen, am 14 Tagen gerne wieder dabei zu sein. Und wir sind jetzt